Ja, Josef, bevor wir gleich ins Arbeiten einsteigen, würde ich gern vorab noch so ein paar vorbereitende Dinge mit dir machen. Du weißt, du kannst mir jederzeit ein Stoppsignal geben. Mhm. Was soll das sein? Heben der rechten oder linken Hand? Rechten Hand. Okay. Du kennst ja deinen sicheren Ort, den haben wir ja schon mal gemacht. Mhm. Magst du mir den nochmal beschreiben? Ja, gern. Das ist eine Bergspitze in den Alpen. Mhm. Da bin ich in der Skitour einmal aufgegangen und das ist der hohe Punkt, wo es danach im Tiefschnee runtergeht und es ist ein klarer Himmel, es sind zwei Farben, einfach blau und weiß und ich genieße die klare Luft, ich genieße die Stille, ich genieße dann den kommenden Tiefschnee, es ist einfach die Temperatur. So ein warmes Kalt, wenn ich das so beschreiben kann. Okay. Es ist eine kalte Luft, aber die Sonne ist klar und warm. Das ist einfach ein schönes Bild. Wow, schön. Mhm. Okay. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Mhm. Du kannst dich nochmal in einen sicheren Ort begeben. Diese Bergspitze in den Alpen. Klare Himmel, blau und weiß, mit der klaren Luft und der Stille. Wie du es so für dich beschrieben hast, das warme Kalt. So intensiv ist dir hier und jetzt möglich ist, dich aufnehmen. Wenn du das Gefühl hast, es kaum mehr steigern zu können, kannst du wieder Butterfly machen oder Tapping, das was für dich kraftvoll ist. Es kann sein, dass wir diesen sicheren Ort beim Arbeiten nochmal brauchen oder du in der Zeit nach der Sitzung. Das werden wir mal sehen. Okay? Ja. Gut. Ja, du hast mir erzählt, du hast schon Erfahrung mit EMDR und hast dich, glaube ich, auch sehr wohl gefühlt mit den Augenbewegungen. Mhm. Wenn es für dich stimmig ist, würden wir da auch dran anknüpfen und über die Augenbewegungen arbeiten. Mhm. Falls es aus irgendeinem Grund mit den Augenbewegungen im Prozess nicht weitergehen sollte, haben wir immer die Möglichkeit, und wenn es für dich kraftvoller ist, auch auf eine andere Form der bilateralen Stimulation zu wechseln, auf das Auditive oder das Taktile. Mhm. Ich würde sagen, dann starten wir auch erstmal mit dem Visuellen. Ja. Da würde ich gerne mal dich bitten, reinzuspüren. Der Abstand, den wir zwei zueinander haben, passt der für dich? Soll ich näher ran, weiter weg? Oder? Also näher ran würde nicht stören. Ist alles gut. So ist gut. Ja. Und so der Hintergrund, wenn ich jetzt so Windbewegungen mache, passt der Hintergrund für dich oder magst du die Stühle hier im Raum verändern? Nein, so ist gut. Passt auch. Mhm. Okay. Dann wollen wir mal schauen, dass wir das Winken auf dich abstimmen. Ich biete dir zuerst mal an, in drei unterschiedlichen Höhen zu winken und du sagst mir, welche Höhe für dich angemessen ist, okay? Ja. Das wäre jetzt hoch. Das wäre mittig und das ist tief. Mittig ist gut. Mittig ist gut, so. Mhm. Mhm. Okay. Das gleiche machen wir nochmal für die Geschwindigkeit. Mhm. Ich fange langsam an, werde immer schneller. Und du spürst rein, welches Tempo für dich am kraftvollsten ist. Bisschen langsamer. So ist gut. Okay. Gut. Ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, warum du hier bist, wegen eines Motorradunfalls im letzten Jahr. Mhm. Beschreib mir nochmal kurz die Situation, um die es jetzt geht für dich, die wir heute bearbeiten. Heute geht es einfach nochmal darum, an der Unfallstelle so vorbeizufahren, dass ich ein gutes Gefühl habe. Mhm. Es kommen manchmal noch diese belasteten Bilder, dass der Unfallgegner mich nicht sieht. Mhm. Aus der Erinnerung, ja.
Aus der Erinnerung aus, ja. Magst du mir diese Erinnerungssituation mal beschreiben? Ich fahre mit dem Motorrad die Straße runter. Ich habe grün, es ist vor mir kein Verkehr. Und aus dem Gegenverkehr heraus schert plötzlich ein Autofahrer vor mir in die Straße rein. Mit all meinen Ausweichmanövern versuche ich dem auszuweichen. Würde in den Gegenverkehr kommen, aber ramme das Auto im Heckbereich. Okay. Was ist da für dich der schlimmste Moment jetzt in Erinnerung? Der schlimmste Moment ist, dass ich nicht gesehen werde. Hast du ein Bild dazu? Ein Körpergefühl? Mein Bild ist, ich habe keinen Platz, ich bin nicht präsent. Mein Bild ist, ja, eigentlich ist es wirklich, dass ich Raum brauche, dass ich Platz habe, hier zu fahren und dass ich nicht gesehen werde. Beschreib mir mal dieses Bild. Fahren und habe Vorfahrt, alle Ampeln sind grün und in mir ist alles auf gute Laune gestellt, mit dem Motorrad zu fahren und auf einmal ist alles dunkel. Ist das der schlimmste, das Bild des schlimmsten Moments? Also ja, dann, genau, dann ist das, es knallt und es ist alles dunkel. Wenn du jetzt dieses Bild hast, es knallt, es wird alles dunkel, was denkst du in dem Moment über dich? Oh Gott. Ist das Leben jetzt vorbei? Schau mal, ob du eine Aussage finden kannst, die mit Ich beginnt, ja. Ein Gedanke über dich selbst. Ja, ich hab Todesangst. Ja, ich habe Angst. Also jetzt ist es, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Okay. Was wäre kraftvoll, was du über dich denken könntest? Ich kann mein Motorrad jederzeit kontrollieren und bin sicher auf dem Zweirad. Schwimm mal rein, ob es beide Aussagen sind. Ich kann mein Motorrad jederzeit kontrollieren. Ich bin sicher auf meinem Zweirad. Ich bin sicher auf meinem Zweirad. Okay. Mhm. So, wenn du dir jetzt das Bild vom schlimmsten Moment hernimmst, du hast es mir noch beschrieben, auch mit dem Knall. Also es knallt und alles wird dunkel. Und du sagst dir jetzt gleichzeitig, ich bin sicher auf meinem Zweirad. Wie stimmig ist das jetzt für dich auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 1 total unstimmig und 7 total stimmig ist? Es ist unstimmig. Es ist eine 1. Es ist eine 1. Okay. Gut. Dann bitte ich dich nochmal in der Erinnerung, diesen Moment herzuholen. Es knallt, alles wird dunkel. Wie emotional belastend ist das jetzt für dich auf einer Skala von 0 bis 10? 0 gar nicht, 10 Maximum. Eine 10. Okay. Ja, dann bitte ich dich mal, diese Vorstellung nochmal herzuholen als Startbild jetzt für unseren Prozess. Es knallt, alles wird dunkel und ein Teil deiner Aufmerksamkeit bleibt in deiner Innenwelt und ein anderer Teil deiner Aufmerksamkeit folgt den Bewegungen meiner Finger. Ich werde eine Zeit lang winken, werde ich den Arm runternehmen und fragen, was ist jetzt? Kannst du mir eine kurze Schilderung geben und dann gehen wir mit dem wiederum weiter, okay? Ja. Gut. Sag mir, gib mir ein kleines Zeichen, wenn du es hast. Ah ja. Ja, habe ich. Alles, was auftaucht, ist okay und darf sein.
Kraft, die ich in meinem Körper habe. Ich bin kräftig. Ich bin stark. Okay. Dann geh damit mal weiter. Die Kraft im Körper, wo spürst du sie? Oberkörper, Brust und so ein bisschen ausstrahlend in den Oberbauch. Okay. Auch das Körpergefühl dazu einladen. Mhm. Und geh damit weiter. Deine Kraft spüren. Okay, eine Stunde später. Gut, Josef. Wenn du jetzt an die Ausgangssituation denkst, ja, unsere Arbeit, wie belastend ist es jetzt für dich auf einer Skala von 0 bis 10, dieses Startbild, es knallt, alles wird dunkel? Das ist fast, was ist weg, also 0. Mhm. Okay. Ich muss so lachen, Entschuldigung. Wenn du dir, wenn du dich erinnerst an das Bild, mit dem wir gestartet sind, und du sagst dir gleichzeitig, ich bin sicher auf meinem Zweirad, wie stimmig ist das für dich auf einer Skala von 1 bis 7 jetzt? Vollstimmig. Mhm. 7. Mhm. Okay. Dann lade ich dich mal ein, die Augen zu schließen. Mhm. Und je nachdem mit Butterfly oder Tapping, diesen Satz zu begleiten. Ich bin sicher auf meinem Zweirad, einfach mal so 10, 15 Mal jetzt einzuklopfen. Genau. Wie hat sich das angefühlt? Ja, wohlig warm. Das jetzt verteilt sich auch im Brustbereich bis runter in die Hände und in die Fingerkuppen. Okay. Ich merke es auch noch in den Beinen. Ja. Ja, gut. Ja, dann bitte ich dich mal die Augen zu schließen und mal deinen Körper zu scannen von den Zehenspitzen hoch bis zu den Haarspitzen und wieder nach unten. Mal reinspüren, ob es irgendeine Stelle in deinem Körper gibt, du mehr wahrnimmst als den Rest deines Körpers. Untere Magengegend, unterer Bauch. Unterer Bauch. Wie fühlt sich das an? So was Warmes, wohliges, angenehmes Gefühl. Angenehmes Gefühl, ja. Okay. Dann kannst du es auch nochmal einklopfen, wenn du magst. Schöne, warme, wohlige Gefühl. Okay. Jetzt kommt Variante 2. Josef, wenn du jetzt mal die Augen schließt und dein Körper scannst von den Zehenspitzen zu den Haarspitzen und wieder nach unten. Gibt es irgendeine Stelle in deinem Körper, die du mehr wahrnimmst als den Rest deines Körpers? Okay. Gut. Jetzt kommt Variante 3.
Fußspitzen, von den Zehenspitzen hoch zu den Haarspitzen und wieder nach unten, gibt es irgendeine Stelle in deinem Körper, die du mehr wahrnimmst als den Rest deines Körpers? Schultern, Schultern, Rücken. Ist das für eine Qualität der Wahrnehmung? Also ein bisschen drückend, noch ein bisschen so runterdrückend. Eher unangenehm. Eher unangenehm, ja. Okay. Dann bitte ich dich mal, dich auf diese Körperwahrnehmung zu fokussieren. Mhm. Wenn du sie hast, kannst du mir ein kleines Zeichen geben. Ja, gut. Ja. Und dann einfach den Bewegungen meiner Finger folgen. Teil deiner Aufmerksamkeit bleibt bei diesem Körpergefühl. Im anderen Teil deiner Aufmerksamkeit folgst du den Bewegungen meiner Finger. Alles, was auftaucht, ist okay. Einfach mit deiner Wahrnehmung dabei bleiben, mit deiner Körperwahrnehmung. Manchmal ist es auch so, dass Bilder dazu auftauchen. Das muss nicht sein, das kann sein. Und mit dem weitergehen. Ja, Josef, dann sind wir für heute am Ende unserer Sitzung. Du weißt, du kennst deinen sicheren Ort sehr, sehr gut und ich habe das Gefühl, er tut dir auch sehr gut. Du kannst jederzeit in der Zwischenzeit mal diesen sicheren Ort aufsuchen für dich. Vielleicht umso mehr, wenn noch irgendwelche Belastungen auftreten sollten in irgendeiner Art und Weise, hast du immer die Möglichkeit, deinen sicheren Ort aufzusuchen. Und auch die Möglichkeit, bis zu unserer nächsten Sitzung einfach etwas in dein Therapietagebuch zu schreiben. Wir schauen uns das dann nächste Woche an, wenn du kommst. Muss nicht sein, kann sein. Und es können natürlich auch schöne Dinge und gute Erkenntnisse in dieses Therapietagebuch reingeschrieben werden. Ja. Dankeschön. Gut. Danke ich dir ganz herzlich. Gute Fahrt. Ja, habe ich.